Möchten aber natürlich auch im Generellen das Thema JFD Brokers und unser Ausführungsmodell im CFD-Handel vorstellen. Von daher habe ich Ihnen jetzt eine kleine Präsentation vorbereitet, in der ich Ihnen jetzt die Sachen zeigen werde. Ja, wo soll man? Moment, jetzt gibt es gerade ein Problem. Okay. Kurz in Worten, JFD Brokers zeichnet sich dadurch aus, dass es halt auf einem Konto innerhalb einer Plattform auf einem Ausführungsmodell und auf einem Kommissionsmodell 850 verschiedene Produkte anbietet. Im Prinzip alles ganz einfach strukturiert und einfach zu merken und bietet natürlich wesentliche Vorteile. Einmal ist es alles direkt, dann ist es anonym, alle Orders werden transparent ausgeführt und dadurch werden auch Diskriminierung und Preismanipulation ausgeschlossen. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen dann gleich noch im Detail. Okay, im Generellen sagen wir Nein zu Market Making. Wir wissen schon, dass bei CFDs es immer ein bisschen schwierig ist, Market Making zu vermeiden, weil generell jedes CFD ist ja ein Market Making Produkt, weil es ja ein Derivat ist und das ja von jemandem emittiert werden muss. Trotzdem sagen wir Nein dazu und möchten dadurch einfach auch Sie ein bisschen sensibilisieren, wo und wo erkennt man die Unterschiede? Was ist nun ein DMA-Broker oder was ist nun ein Market Maker? Von daher möchte ich einfach ein bisschen sensibilisieren und auf Dinge hinweisen, die manchmal etwas kurios sind an diesem Markt. Wir haben da einmal Produkte wie CFDs, die zu Tiefstpreisen angeboten werden. CFDs haben immer einen Preis, weil es Derivate sind. Und idealerweise werden die am Realmarkt abgehatcht. Dann kosten die in der Regel auch mehr. Das heißt, ein CFD, was zu 0 Pip Spread beziehungsweise auch zu 0 Kommissionen angeboten wird, das ist verdächtig. So ähnlich ist es auch, wenn man regelmäßig erfährt, dass Spikes die Stops berühren, beziehungsweise übertrieben seltsame Preisstellungen stattfinden. Das sind alles Indizien, die darauf hinweisen, dass das sich um einen Market Maker handelt und dass der sich an Ihnen bereichern möchte. Und ähnlich ist es auch bei der Ausführung. Die kann natürlich verzögert werden. Die wenigsten Broker sind in der Hinsicht transparent und zeigen ganz klar, wo, wie schnell ausgeführt wird. Ich zeige Ihnen dann im Detail noch, wie das bei uns läuft. Deswegen gehen wir durch. Ist auf jeden Fall auch so ein Indiz, dass der Broker sich ja am Kunden bereichert. Ein interessantes Indiz, dass es sich um einen Market Maker handelt, ist natürlich auch ein übertrieben hohes Bonusmodell oder überhaupt Bonusmodelle. Diese sind ja, sagen wir mal, auf den ersten Blick verlockend, sind aber nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache, weil sie eher an Casinos erinnern als an den ganz normalen Trading-Alltag. Wir sind ja im Finanzmarkt investiert und nicht im Spielcasino. Aber trotzdem, diese Bonusse sind auch ein Indiz für einen klassischen Market Maker, der, sagen wir mal, eher ihr aktives Handeln und ihre Verluste im Sinne hat, als dass er wirklich an langfristigen Handel interessiert ist. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Bonusmodelle betrachtet, sagen halt viele in sogenannten Turnover Requirements, okay, handelt das Volumen, die 500 Euro, die wir euch schenken, 500 Mal oder 5000 Mal. Und diese 5000 Mal bedeuten 2,5 Millionen im Forex-Markt. Um das jetzt einfach kurz zu machen, das bedeutet für den Broker bei 2 Pips Spread 500 US-Dollar. Das heißt, der Broker hat als solches gar keine Ausgabe und hat sie zum Traden animiert. Und was noch viel wichtiger ist, oft sind diese 500 Euro einfach nicht mehr da, wenn man diese Turnover Requirements oder diese Mindestanforderungen erreicht hat, ist das Geld auch meistens weg. Von daher einfach Augen auf und aufpassen, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Trading-Industrie. Ja. Wie ist das nun beim CFD Market Making Modell? Der Kunde sendet seine Order an den Broker. So ist das normal. Der Broker ist jetzt der Market Maker, ist der Emittent dieses Derivats und der
tut es teilweise an den Börsen abhätschen. Bewusst teilweise, weil eigentlich ein Market Maker es gar nicht machen braucht. Normalerweise kennt er ja ihre Stop-Loss und Take-Profit und kann den Großteil der Orders im V-Book abhatchen. Das heißt, er kann letzten Endes die Orders, die sie platzieren, gegeneinander ausspielen und nur die Überhänge am Markt absichern. Das ist gängige Praxis und durch die Verzögerung, wie ich auch schon am Anfang erwähnt habe, dass auch Broker bewusst die Orderausführung verzögern, können die natürlich auch innerhalb dieser Verzögerung sehen, wohin sich der Markt entwickelt und können auch selbst einfach die Gegenpartei sein. Also im Generellen ist es so, beim reinen Market Maker wird eigentlich nur ein kleiner Teil tatsächlich an den Realbörsen abgesichert. Und ich finde, das ist beim Trading schon elementar, dass man seine Werte absichert, weil sonst braucht man eine Aktie wie zum Beispiel die Salzgitter AG ja nicht handeln, wenn sie einfach eh nur im Buch bleibt. Das ist eher eine Gewissensfrage, ob das Geld tatsächlich irgendwo das Unternehmen in gewisser Art und Weise erreicht oder nicht. Das ist jetzt das klassische Market-Making-Modell. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie wir das im DMA-Ausführungsmodell handhaben. Im Prinzip dieselbe Situation. Der Kunde schickt seine Order raus. Diese Order geht zu JFD Brokers und JFD Brokers leitet diese Order weiter. Natürlich auch an einen Market Maker, weil für CFDs gibt es ja keinen Nicht-Market Maker. Letzten Endes sind das ja Derivate und diese Produkte werden von Market Makern emittiert. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass JFD Brokers die Order direkt weiterleitet, aber anonymisiert. Das heißt, der Broker weiß nicht, wer sie sind. Der weiß nur, dass ein Trade ankommt. Aber wenn jetzt zwei Kunden einen Trade senden, einmal long, einmal short, das ist zweimal eine Order von JFD Brokers. Und der Broker sieht natürlich nicht den Stop-Loss und Take-Profit. Der ist bei uns auf den Servern und wir als Agentur sehen uns als Mittler, aber auch als Mittler im Interesse des Kunden, weil uns ist es wichtig, dass sie lange bei uns handeln. Weil davon leben wir leben von Kommission. Und gleichzeitig wählen wir die optimalen Liquiditätsprovider. Das heißt, es wird nicht alles über den einen Market Maker abgewickelt bei den CFDs, sondern nur ein Teil wird jeweils, also wir suchen uns natürlich jeweils für jedes Produkt den bestmöglichen Partner. Das Interessante bei der Anonymisierung dieser Orders ist, das klassische B-Booking des Brokers wird dadurch unmöglich. Nahezu unmöglich. Technisch gesehen kann er immer noch ein bisschen was hedgen, aber den Großteil muss er an dem Realmarkt absichern. Sonst hat er selbst als Broker ein Problem. Und das funktioniert dann so, dass der Broker Positionen aufmacht zur Absicherung einmal an den Aktienmärkten, bei Futures, Zertifikaten, Optionen, an den jeweiligen Börsen. Das müssen die machen, weil sonst gibt es ein Problem bei denen im B-Book. Aber gut, gehen wir weiter ins Detail. Was wir natürlich, weil wir uns als Mittler sehen, unseren Kunden anbieten wollen und natürlich auch tun, ist volle Post-Trade-Transparenz. Das heißt, der Kunde erfährt bei uns ganz genau, wann, wo, wie schnell eine Order ausgeführt wurde. In diesen Post-Trade-Reports, die kann jeder anfordern, sollte es da irgendwo mal Fragen zu einer Order geben, einfach Bescheid geben, wir möchten volle Post-Trade-Transparenz sehen. Wir tun die Order gerne aufschlüsseln in diesen mehrseitigen Report und dort sehen Sie ganz genau, wo, welchen Weg die Order gegangen ist und wie schnell es gegangen ist, was für ein Slippage etc. angefallen ist. Dasselbe tun wir auch in regelmäßigen Statistiken veröffentlichen. Da gibt es für Indizes, für Aktien gibt es halt die Statistik über die Ausführungsdauer. Wir haben eigentlich nichts zu verstecken. Es ist einfach, wir zeigen die Mindestangaben, wir zeigen die durchschnittlichen Angaben. Es ist wichtig zu verstehen, dass es trotzdem Zeit in Anspruch nimmt, eine Orderübertragung. Aber ich denke, bei Indizes mit 0,3 Sekunden sind wir in einem sehr, sehr grünen Bereich. Und auch bei Aktien, obwohl es da ein kleines bisschen länger dauert, das ist immer noch ein sehr, sehr guter Bereich.
wo die Ausführung liegt. Auch Slippage und solche Themen handhaben wir transparent, weil wir der Meinung sind, lieber transparent und im Interesse des Kunden als intransparent und gegen den Kunden. Nun, jetzt kommen wir zu den zwei Produkten, um die es eigentlich geht. Den MDAX, den werden die meisten von Ihnen schon kennen, ist letzten Endes das Nachfolgeprodukt oder der Nachfolgeindex des DAX. Das heißt, nach den 30 größten Unternehmen, die im DAX zusammengefasst sind, folgen halt die 50, nennen wir es mal, zweitgrößten Unternehmen. Ohne natürlich der Technologiebranche, die wird separat zusammengefasst. Und in diesen 50 größten Unternehmen sind halt verschiedene Branchen zusammengefasst, von Maschinenbauer, Handel, Finanzunternehmen, eigentlich alle großen Player außerhalb der Technologieindustrie, Pharmaunternehmen zum Beispiel. Sie sehen hier unter CFD-Name, unter MDE50-M5 finden Sie das in MetaTrader. Und handelbar sind die Produkte zwischen 9 und 17:30 Uhr. Stückelung ist ähnlich wie beim ganz normalen DAX. Was man halt beim MDAX wissen muss, das sind halt, ist halt ein Aktienindex zusammengefasst aus den 50 zweitstärksten Aktien, die halt im DAX gelistet sind. Mit diesen Produkten, da sind viele bekannte Player mit dabei. Diese werden in diesem Korb zusammengefasst, inklusive aller Dividenden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim MDAX. Das sorgt natürlich für einen doch signifikanten Unterschied zum DAX 30, den man ja kennt. Durch diese zusätzliche Reinvestition der Dividenden ist natürlich die Kurve etwas anders, als die man jetzt vom DAX kennt. Anders verhält sich das bei dem zweiten CFD, was wir einführen. Das ist der TecDAX. TecDAX wird unter CFD-Name DTEC 30 M5 im MT4 angezeigt. Ist jetzt auch ab sofort schon handelbar. Dort sind lediglich die Technologieunternehmen zusammengefasst. Ursprünglich ist das aus dem Jahr 2001 entstanden, wo ja die Dotcom-Blase geplatzt ist und man sicherlich auch mit dem kleinen Sicherheitshintergedanken sich gedacht hat, okay, wir fassen diese Unternehmen lieber separat zusammen, weil das ja doch eine enorme Auswirkung damals hatte auf die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland auch. Hier sind die Technologieunternehmen, United Internet wird, glaube ich, jeder kennen, Drillisch wird jeder kennen, Carl Zeiss, Wirecard, eigentlich alles recht bekannte Unternehmen, sind halt die größeren Mittelständler, nennen wir es mal so. Dieser richtet sich schon sehr nah am DAX, ist eher, sagen wir mal, konservativ ausgerichtet, relativ wenig Bewegung, wenig Dynamik in diesem Produkt. Ich denke eher, was für die längerfristigen Investitionen auf Wochenbasis, wohingegen der MDAX eher etwas für das klassische Daytrading ist. Okay, ich würde an dieser Stelle jetzt an Christian Kämmerer weiterleiten, damit er dann auch nochmal die beiden Produkte aus der charttechnischen Sicht beleuchten kann. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob er da ist. So, entschuldigen Sie kurz die Unterbrechung. So, Test 1, 2, ich glaube, ich bin zu hören, Thomas. Ja. Wunderbar. Ja, ich habe gesehen, im Chat kamen keine weiteren Fragen. Wenn denn doch, Thomas ist natürlich noch vor Ort, ruhig dahingehend aktivieren, wenn da noch Fragen offen sein sollten. Genau, wir wollen jetzt ja praktisch das
Angebot abrunden. Ich schaue mir praktisch die Indizes an, allerdings hier nicht die Future-Kontrakte, sondern die CASA-Indizes. Hängt allein auch damit zusammen, dass wir natürlich bei den Futures diese immer wieder rollen und die CASA-Indizes praktisch durchlaufen. Und hier diese aber an für sich ja praktisch eine gleiche ja, Bewegungsintensität ableiten. Und wenn wir heute über die Indizes des Subprime-Bereichs sprechen, also praktisch hier MDAX und TecDAX, da kommen ja auch noch die SDAX-Werte dazu. Das sind ja praktisch so ein Mittelding, also praktisch vom großen DAX zum MDAX, um dann in den SDAX überzugehen. Das soll aber heute nicht der Schwerpunkt sein. Dennoch sind diese Indizes praktisch der Prime Standard als solcher bekannt und als solcher praktisch auch die, ja, Indizes des deutschen Marktes und das nicht zu knapp. Wohlbemerkt, ist ja leider bedauerlich, dass das deutsche Volk dahingehend kaum investiert ist. Wenn wir uns nämlich die Charts anschauen, generell durch die ganze Bandbreite über die Subprime oder Prime-Indizes vielmehr, dann stellen wir fest, dass wir hier grundsätzlich natürlich hervorragende Tendenzen aufweisen, bis auf den TecDAX, der natürlich früher als NewMax 50 zur ja, geschichtlichen Entwicklung der neuen Marktwerte beitrug. Und man sieht ja hier sehr eindrucksvoll, wenn wir mal hier das Ganze ein Stück weit zurückziehen in die Historie, rückgerechnet praktisch hier auf die NewMax 50 Werte, was da passiert ist im Jahr 2000. Ganz klar Bubble, ganz klar Dotcom-Blase, ganz klar Ernüchterung und irrationaler Überschwung, was da nicht alles zusammenkam. Letztlich war es ein starker Abverkauf, der hier natürlich die Technologie Branche, nicht nur in Deutschland, natürlich weltweit auch durchrüttelte, aber letztlich sind wir hier auch im TecDAX-Bereich, also im Technologiebereich sozusagen auf einem guten Weg. Und wenn man sich das große Bild mal anschaut hier, und wir reden hier nicht über die nächsten Wochen oder über die nächsten Monate, sondern vielmehr mal auf Jahresbasis, dann sehen wir hier sehr schön, dass wir hier eine große Bodenbildung haben. Und das Prinzip der Indizes beziehungsweise auch des Systems als solches ist es natürlich, dass wir es hier mit dynamischen Zahlen zu tun haben. Und auch wenn Märkte wie zum Beispiel der Nikkei 225 oder eben der ein oder andere Exotic-Index aus dem Ausland hier auch eine generelle Abwärtstendenz aufweist über mehrere Jahre, ist es dennoch so, dass man in modernen kapitalistischen Systemen hier mit Aufwärtsimpulsen zu rechnen hat, die sich rein generell gesprochen auch langfristig weiter fortsetzen. Schauen Sie dazu einfach mal den S&P 500 an, also den größten Leitindiz. Index aus den USA oder auch den Dow Jones. Generell führen die Kurse von links unten nach rechts oben. Wie das hier sehr eindrucksvoll beim MDAX auch zu sehen ist, hat man es hier natürlich mit dynamischen Preisentwicklungen zu tun, die ihresgleichen suchen. Und zweifelsohne sind wir hier in relativ zugespitzten Phasen. Ich will nicht sagen, dass wir hier irgendwann eine große Korrektur bekommen, aber die Märkte sind natürlich schon sehr gut gelaufen. Wenn man hier, und da beginne ich jetzt mal direkt mit der Betrachtung vom MDAX als zweitgrößten Index sozusagen, hier im Monatschartintervall auf Sicht der letzten rund 15 Jahre mit dem Tief hier. Und da sehen wir eben auch sehr schön, dass natürlich die MDAX-Werte, die nicht so technologielastig sind, auch unter die Räder gekommen sind in der Dotcom-Blase oder in der Dotcom-Phase, aber sich dann natürlich relativ schnell aufgerappelt haben und rein technisch gesehen auch ein sehr, sehr strukturellen Aufwärtstrend aufweisen, der auch hier schon den DAX erblassen lässt sozusagen. Natürlich gab es auch hier dann im Jahr 2012, 2013 den klaren Ausbruch über das frühere All-Time-High. Da laufen sie praktisch im gleichen Spielfeld, außer eben der TecDAX, der hängt da noch ein Stück weit hinterher. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich hier auf All-Time-High unterwegs sind und die Tendenzen, dass sich dies fortsetzt, sind durchaus gegeben unter technischen Gesichtspunkten. Zweifelsfrei kennt der ein oder andere auch die Meinung von mir dahingehend, dass ich den DAX durchaus in drei oder besser gesagt maximal 5 Jahren bei 20.000 Punkte sehe, um nicht zu sagen, langfristig wird der DAX auch die 30.000 irgendwann einstellen. Das ist natürlich vom aktuellen Niveau ausgehend ein guter, mehr als eine Verdopplung, fast eine Verdreifachung in dem Zusammenhang. Und das sind natürlich Annahmen, die sich auch hier aufgrund der generellen langfristigen strukturellen Perspektive von Aktieninvestments natürlich durchsetzen können. Und wenn Sie jetzt einerseits den groben Blick mal hier im Auge haben, wie beim MDAX 50, der sich hier praktisch vom Märztief 2009 vielmehr, hier nach oben etabliert, dann macht es natürlich Sinn, wenn Sie jetzt hier mit den kurzfristigeren Argumenten am Markt argumentieren, hier auch mal das große Bild im Hinterkopf zu haben. Und jawohl, wenn man Konsolidierungsphasen mitnehmen möchte, dann kann man das natürlich mit den CFDs hervorragend, da man eben auf beiden Seiten spielen kann. Nicht nur das große Long-Bild, sondern eben auch das Short-Bild. Und das bildet sich hier zum Beispiel beim MDAX 50 sehr schön aus oder sehr schön ab hier im Monatschartintervall. Wir gehen gleich nochmal in den Chart ein Stück weit tiefer rein. Das heißt, der generelle Aufwärtstrend ist natürlich immer wieder auch mal gespickt mit Konsolidierung, wie es so schön heißt. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten gesehen oder in den letzten Jahren.
Und das werden wir auch in Zukunft sehen. Und wie ich schon sagte, die Märkte sind ja relativ gut gelaufen. Der DAX ja alleine vom Oktober letzten Jahres bis zum Allzeithoch knapp 50%, mehr als 4000 Punkte. Und das noch nicht mal in 7 Monaten. Und das ist natürlich ein Wert, der auch irgendwo konsolidiert gehört. Und das ist auch ein Wert, der natürlich auch die Prime-Indizes der untergeordneten Klasse, also MDAX, TecDAX und auch den SDAX hier unter Mitleidenschaft ziehen können, wenn denn der große DAX in die Pause übergeht. Und wir entfernen uns ja vom Allzeithoch mehr und mehr, auch heute wegen der Griechenland-Story. Und wir sind jetzt rein technisch saisonal gesehen in einer Phase der Konsolidierung. Die Sommermonate waren statistisch gesehen im Mittel eher Monate, wo man die Indizes meiden sollte, um dann Mitte Oktober wieder aufzuspringen. Ja, September dahingehend einer der schlechtesten Börsenmonate, gefolgt vom August. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt Monate vor uns, die durchaus mit der eingeleiteten Konsolidierung, die wir hier zum Beispiel beim MDAX sehen, ja, noch ein bisschen Potenzial nach unten erlauben. Und wenn Sie da eben mit den Kontrakten arbeiten wollen, dann kann man, wenn man das übergeordnete Bild hat, zum Beispiel dahingehend eben ableiten: Moment, vielleicht suche ich mir ja hier jetzt nicht das langfristige Long Investment, sondern vielmehr eben unter Trading-Gesichtspunkten eine ja, Option der kurzfristigen Spekulation. Und da wird eben hier zum Beispiel beim MDAX 50, wenn wir jetzt vom Monatschart in den Wochenchart gehen, als eine Candlestick-Kerze jetzt hierbei dann jeweils einen Wochenintervall, dann sehen wir hier sehr schön, dass wir hier einfach mal einen sauberen Abwärtstrend haben. Ja, schräge Trendlinien sind schräger Natur, die will ich nicht übergewichten, aber diese vermitteln uns grundsätzlich eine Tendenz, die sich hier sozusagen als Abwärtstrend deklariert. Der technische Analyst sieht jetzt hier auch noch eine Art Abwärtstrendkanal, den man auch als bullische Flagge interpretieren kann. Soll heißen, wir haben einen starken Aufwärtsimpuls und der Markt konsolidiert. Und wenn man das jetzt ein Stück weit mit einem Fahnenmast und einer Flagge vergleicht, dann sehen Sie, dass wir hier den Fahnenmast haben und die Flagge hier nach unten gerichtet ist. Und das Ganze nennt sich bullische Flagge. Das heißt, alles, was sich hier abspielt, ist grundsätzlich gesehen im übergeordneten Bild der Aufwärtsbewegung, nicht nur der generellen im Big Picture, sondern auch hier von der Fahne ausgehend des kurzfristigeren. Und da reden wir hier von den Tiefs des letzten Jahres, als wir hier die Oktoberkorrektur hatten. Interessanterweise auch wieder hier. Schauen Sie mal den Verlauf vom letzten Jahr an. Das ist Juni, die Juni-Kerze, das Juni-Hoch. Und bis zum Oktober hat der DAX hier mal eine saubere, beziehungsweise MDAX vielmehr, eine saubere Abwärtsbewegung vollzogen. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und man kann das natürlich jetzt auch wieder nicht, sage ich mal, spiegeln, ja, auf die Juni-Bewegung des laufenden Monats. Aber rein technisch, wie schon angesprochen, gehe ich durchaus davon aus, dass wir hier die Tiefs noch nicht gesehen haben. Innerhalb dieses Trendkanals, der nach unten weist, hat der Index zum einen noch Spielraum. Zum anderen darf es ruhig noch nach dieser starken Aufwärtsbewegung allein vom Oktober ausgehend hier beim MDAX durchaus noch mal ein Stück nach unten gehen. Also kann hier zum Beispiel ein Short-Engagement pflegen. Wie man das konkret handelt, über die Plattform etc., ich denke, da sind Sie confirm. Falls nicht, stellen Sie ruhig die ein oder andere Frage. Ansonsten ist es natürlich so, dass man hier ganz klar nach technischen Gesichtspunkten aufpassen sollte, dass man hier auch mit Stops arbeitet, denn das ist natürlich das Credo schlechthin. Wenn Sie mit einer Abwärtsbewegung rechnen und diese sich nicht erfüllt, muss irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo Sie sagen, Ihre oder meine oder welche Annahme auch immer ist nicht aufgegangen. Und da musste man sich praktisch von einer Bewegung verabschieden. Und wenn wir uns hier den MDAX anschauen, in dieser bullischen Flagge, in diesem abwärts gerichteten Trendkanal, der eben hier durchaus noch ein Stück weit tiefer zurückführen könnte, dann empfiehlt es sich meines Erachtens zum Beispiel hier diese Wochenkerze vom Juni im Auge zu halten. Ja, wenn man hier von dieser Kerze ausgehend eine Horizontallinie rüberzieht, dann ergibt sich hier eine Price-Action-Zone im Bereich von 20.500 Punkten, die hier meines Erachtens als Widerstand agiert. Selbst wenn der MDAX hier nach oben rausziehen sollte, trifft er hier oben auf Verkaufsbereitschaft, dargestellt durch diese Kerze, durch das letzte Hoch. Und hier wäre sozusagen der Deckel drauf. Und das eine war praktisch früher eine Unterstützung und ist jetzt zu einer, oder besser gesagt, zu einem Widerstandslevel geworden. Und genau dieses Niveau wäre es, wo man sagen müsste, wenn der MDAX sich hier raus erhebt, dann hat es nichts mehr viel mit Abwärtsbewegung zu tun. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eher darauf auszurichten, dass der Markt hier wieder das Allzeithoch ins Visier nimmt, Schrägstrich überwindet und dann praktisch ein neues Hoch ansteuert. Aber wie gesagt, rein technisch gesehen wäre hier oben am Hoch der Kerze von Juni ein Stück weit Toleranz noch, 2500 Punkten beispielsweise. Man kann das ein Stück weit höher setzen, 2025. Hier sollte man die Reißleine ziehen für mögliche Short-Engagements. Nun, und wenn man Short-Engagements spielt, dann muss man natürlich auch sehen, wohin kann die Reise hier führen. Hier kann man sich auch verschiedener Hilfsmittel bedienen.
Im Ausdehnungsfall, und das hatte ich auch jüngst bei einer größeren Analyse zu den Prime-Indizes mal dargestellt, nimmt man eine frühere Widerstandszone, die sich sozusagen im Zuge des Wandels jetzt als Unterstützung darstellt. Das machen wir mal grün. Und das wäre rein technisch gesehen jetzt hier mal eine sehr, sehr starke Ausdehnung der Korrektur. Wir können also auch gerade nochmal mit Fibonacci einfangen, um die prozentualen Levels zu ermitteln. Und da drehen wir das mal um, damit es noch deutlicher wird. Die Trendlinie machen wir weg. Bei dem einen Chart-Tool setzt man es oben an, beim anderen unten. Machen das jetzt mal ganz unproblematisch. Und da sehen wir, wenn der Markt wirklich so eine starke Korrektur vollziehen sollte, bis in den Bereich 17.000, 17.100 Punkte, und das wäre meines Erachtens das höchste der Gefühle, wenn der Index so tief zurückkommen sollte, würde sich meines Erachtens mit Verlaub und auch langfristigen Gesichtspunkten eine hervorragende Pullback-Einstiegschance darstellen, um hier an diesem übergeordneten großen Aufwärtstrend wieder preisgünstiger teilzunehmen. Ob der Index bis dahin fällt, das gilt es eben mal abzuwarten, aber rein technisch wäre es möglich. Wir sehen hier auch das Zeitfenster auf der rechten Seite. Hier wären wir praktisch Mitte Oktober und ja, das wäre innerhalb dieser Flagge sogar ein erreichbares Ziel, ein sehr, sehr komfortabel erreichbares Ziel, um hier zu sagen, hier hätten wir dann praktisch die untere Trendkanallinie und hier auch ein starkes Support-Level und wir hätten nach dem goldenen Schnitt eine gute knappe Zweidrittelkorrektur bzw. hier 61,8% dieser Aufwärtsbewegung von Oktober bis zum Allzeithoch korrigiert. Und das ist im Prinzip das gesundeste Maß aller Dinge im Sinne des goldenen Schnittebens, dass man sagt, wenn der Markt hier dreht, dann sind die Chancen gut, dass es dann eben auch einen entsprechenden Aufwärtsimpuls gibt, der im Idealfall eben dann hier auch zu neuen Hochs führt. Keiner kann in die Zukunft gucken, aber wir können mit der technischen Analyse das Sentiment einfangen, die Massenpsychologie, das, was die Märkte ausmacht, nämlich eben das Potenzial der Käufer und Verkäufer. Und wenn man hier diese Bewegung sich anschaut beim MDAX, und den würde ich, wie gesagt, rein von der Portfoliogewichtung auch ein Stück weit höher sehen als den TecDAX in seiner Gewichtung, aber weil er eben eine grandiose Performance an den Tag gelegt hat bislang und diese wahrscheinlich langfristig auch an den Tag legen wird. Also die Werte vom MDAX sind hier wirklich ja, gut aufgestellt und Sie kennen das ja, Made in Germany war früher mal ein Plakat oder eine Plakette zur Meidung. Heutzutage spricht es eben für Qualität und Standard und das ist schon was, wo ich sage, da dürften auch die MDAX-Werte langfristig weiter partizipieren von und wenn das die Anlegermassen so sehen, dann müsste man hier eigentlich auch, wie gesagt, auf dem Zug dann langfristig wieder aufspringen, sofern der Markt eben hier dieses Niveau hier unten tatsächlich sieht. Tut das nämlich nicht, geht er vorher über das Level, Widerstandslevel von 20.500 Punkten raus, dann haben wir eine ganz andere Situation, dann sind wir hier direkt in der Rallye-Fortsetzung und dann muss man sich früher als erwartet auf neue Hochs einstellen. Und hier gilt es eben, das zu machen, was einem der Markt sozusagen vorgibt. Eigene Meinung muss man hier ein Stück weit relativieren. Man darf sich ein Bild machen, man darf eine Analyse machen, auch natürlich Wahrscheinlichkeiten auswägen. Aber wenn zum Beispiel hier der vorzeitige Ausbruch gelingt, dann sind wir direkt im Bullenmodus. Andererseits, wenn wir hier unter 17.000 Punkte deutlicher zurückgehen, per Wochen-Monatsschlusspreis hier eine Kerze unterhalb dieses Levels machen, dann gilt es aufzupassen, ob man hier nicht ja, in den Bärenmarkt will ich jetzt gar nicht mal behaupten, aber ob man hier nicht in eine ja, längerfristige Korrekturphase übergeht, die dann auch noch zu deutlich tieferen Preisen führen könnte. Ja, also das ist ganz klar. Ich gehe aber aufgrund der Niedrigzinspolitik und aufgrund der Alternativlosigkeit in Sachen Anlageinstrumente, ja, und wir sprechen ja hier nicht mehr über Sparbücher oder dergleichen, sondern ein klassischer Dividendentitel, ein klassischer MDAX-Wert wirft hier eine weitaus höhere Rendite ab als jedes Anleiheinstrument als jedes Tagesgeldkonto, das wissen Sie selber und insofern ist die Aktie sicherlich ja, noch mehr denn je gefragt und man will hoffen, dass da auch die großen Versicherungskonzertien oder Konsortien da hier auch drauf aufspringen. Aber ich gebe eben zu bedenken, im Zuge dessen, dass wir wahrscheinlich Leitzinserhöhungen in den USA haben, dass wir eine Abkühlung in China haben, dass wir, wer weiß noch, was in der Eurozone genau passiert in Sachen Griechenland und noch Italien, Portugal und was da vielleicht noch folgt und schwelt auf dem Herd, was da hier noch dazu führen könnte, dass wir eben eine abwärts gerichtete Tendenz sehen. Jetzt, wie gesagt, auf aktuellem Niveau würde ich den Einstieg eher nicht suchen wollen. Ich würde hier die Preislevels auf tieferer Ebene favorisieren, um eben günstiger in den Markt zu kommen oder eben klar den Ausbruch, wenn es hier nach oben durchgeht. Dann kann sich das hier relativ schnell darstellen, denn wie eben schon auch dargestellt, wir haben es hier übergeordnet mit einer übergeordneten Aufwärtsbewegung zu tun. Wir haben es hier mit einer beschleunigten Aufwärtsbewegung zu tun, die sich jetzt hier in einer Art bullischen Flagge auf großer Basis gesehen kennzeichnet. Bullische Flaggen dürfen in Anführungszeichen keine so lange Ausdehnung haben, aber aufgrund der
Performance, die wir eben hier zuvor sahen, kann auch sowas sich hinziehen. Und da ist eben technische Analyse auch ein Stück weit Kunst. Man muss ja auch Interpretationsspielraum haben. Gut, ich denke, MDAX wäre durchgespielt. Wir hätten das jetzt hier weitestgehend besprochen. Die Optionen zum MDAX sind eigentlich definiert und ich sehe ihn auf jeden Fall im Konsolidierungsmodus. Der TecDAX ist da ein Stück weit anders, ähnlich wie der SDAX. Nicht nur, dass er noch von seinen historischen Hochs, die man natürlich schwerlich jetzt vergleichen kann, weil der TecDAX ist ja hier, wenn man so will, eigentlich auch auf Allzeithoch, denn er ist ja, wie gesagt, anders strukturiert als früher in den neuen Marktzeiten. Insofern muss man das hier mal ein Stück weit relativieren, was hier 2000 passiert ist. Aber die Kurse sind eben drin, zurückgerechnet, rein technisch sind wir auch hier auf einem Höchststand und wir konsolidieren hier auf wesentlich höherem Niveau. Wenn Sie sich jetzt hier, wir haben den Monatschartintervall wieder hier in dem Fall vor Augen, sehen, im Gegensatz zum MDAX und auch zum DAX stellt sich der TecDAX hier sehr, sehr, ich will sagen, bullisch dar, denn wir verharren hier auf hohem Niveau, knapp unter dem Höchststand, unter dem letzten Reaktionshoch. Und der hat mir hier nicht den Eindruck, als würde der Markt hier jetzt deutlich nach unten kippen wollen. Macht er aktuell nicht. Also es ist auch eine Feststellung der technischen Analyse, dass wenn Märkte, und da ist es egal, ob wir vom Devisenmarkt sprechen, vom Rohstoffmarkt oder vom Indizemarkt oder von Aktien, wenn ein Markt auf hohem Niveau seitwärts konsolidiert, nach schon einer erfolgten starken Aufwärtsbewegung, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eben hier der Verkaufsdruck fehlt und der Index vielmehr das Potenzial hat, weiter direkt anzusteigen. Also beim TecDAX wäre es eine Paradeleistung, wenn er zurücksetzt und hier in den Bereich um 1337 Punkte zurücksetzen würde. Warum? Weil wir hier diesen früheren Widerstandsbereich haben, der jetzt als Unterstützung dient und hier diese langfristige Aufwärtstrendlinie seit 2009 sehen. Und auch hier können wir mit Fibonacci spielen. Das müsste ich dann im Wochenchart eigentlich machen, aber ich zeige es Ihnen jetzt schon mal hier. Jetzt habe ich schon wieder verkehrt rum gemacht. Sekunde. So, hier geht es nicht darum, genau den Fibonacci-Altar rauszuholen, aber einfach festzustellen, hey, hier sind schon wieder 61,8% genau an diesem Widerstandslevel zu sehen. Und da schalte ich jetzt doch mal in die Woche, um das genauer zu verdeutlichen. Und das trifft sich, das überlappt sich wieder. Wir suchen hier nach gleichen Mustern. Das macht technische Analyse aus. Und auch hier ist es so, dass interessanterweise im Sinne des goldenen Schnitts, sofern denn der Index überhaupt hier so tief zurücksetzen würde, genau hier wieder das 61er Fibonacci-Level zu finden ist, hier so sozusagen eine Kreuz-Support sich findet, eben in dieser Horizontal-Unterstützungszone, dem 61er Fibonacci-Level und diesem Aufwärtstrend. Das heißt, man hat hier so eine Art Kreuz-Support, der doch durchaus manifestiert daherkommt. Und wenn man sich das so anschaut, dann hätte, wenn der TecDAX sein sehr, sehr bullisches Aussehen hier oben nach unten auflöst, dann hätte er erstmal ein Stück weit Potenzial, aber hier im Bereich 1300, 1350 wäre hier eine hervorragende Chance, um auch hier auf die Technologiewerte abzuzielen, die dann sicherlich eine hervorragende Kaufgelegenheit darstellen, wenn es denn überhaupt zu tief kommt. Denn aufgrund der starken obrigen Verhalten, Sie sehen, ich kann hier kaum einen Abwärtstrend zeichnen, wir konsolidieren hier auf hohem Niveau seitwärts, das ist hier definitiv so eine Art Stauzone, die wir hier gerade sehen. Und diese Zone, muss man das mal, die Füllung machen wir mal hell, das machen wir mal blau, dann haben wir es schon. Das ist eine Art Stauzone, die wir hier sehen auf diesem Bereich und diese kann sich natürlich auch ganz schnell nach oben auflösen und der Index muss nicht so tief zurücksetzen. Ein guter Bereich wäre auch die 1,5 zum Beispiel, um hier wieder anzuspringen nach oben, Ausdehnungsfall, wie gesagt, hier 1300, 1350, aber hier der Bereich 1500 Punkte würde, könnte auch schon reichen, um den Index wieder nach oben zu heben. Ein neues Allzeithoch wäre hier natürlich dann aufgrund der gegenwärtigen Konsolidierung, die wir gerade sehen, sicherlich sehr, sehr bullisch zu sehen, aber das sehe ich, wie gesagt, jetzt nicht in Kürze. Das sollte eher noch ein Stück weit auf sich warten lassen. Oktober, November, da denke ich, stehen die Zeichen ganz gut, dass wir hier neue Höchststände markieren können, Schrägstrich hier uns nach oben etablieren, beziehungsweise hier die früheren zurückgerechneten Kurse dann rausnehmen. Aber jetzt aktuell auf dem Niveau wäre doch eher ein Short-Engagement interessanter und das dann eben insbesondere, wenn wir hier diese Konsolidierung auf hohem Niveau sehen, sofern sie sich auflöst. Und das wäre der Fall, wenn wir hier diese letzten Tiefs, da sehen Sie an diesen Wochenkerzen sehr schön, wir haben hier, die Marktteilnehmer sind immer wieder hier aufgesprungen auf den Index, wenn es mal so kleine Spikes nach unten gab im Wochenchartintervall, also meinetwegen im Mittwoch,
haben wir das Level unterboten, aber zum Wochenschluss sind wir immer wieder über das Niveau hier 1587 angezogen. Das ist auch das 23.6er Fibonacci-Level, also sozusagen eine Mindestkorrektur, die es hier heißt, zu vollziehen. Aber wenn wir dieses Level brechen, das wäre ein Niveau, also unterhalb von 1580 Punkten, gehen wir ein Stück tiefer. Ich will nicht unter das Tief der Kerze vom März gehen, aber wenn man hier die letzten Tiefs sozusagen ein Stück weit nach unten abgreift, also unterhalb von 1570 Punkten, sind die Risiken erhöht, dass wir dann hier in eine relativ schnelle Abwärtsbewegung übergehen, die dann eben ja, im kurzfristigen Segment gesehen durchaus lukrativ ist, langfristig dann wiederum für einen Long-Only ausgerichteten Anleger dann sicherlich hier günstigere Einstiegschancen darbietet. Denn Gummibandprinzip, wir sind hier an den Märkten auch nicht in einer Einbahnstraße, aber generell dann nochmal zum Anfang zurück. Wir sind hier übergeordnet in permanenten Aufwärtsbewegungen und die Welt besteht aus Aktiengesellschaften. Fast jedes Konsumgut, was weltweit, gerade im westlichen Bereich, angelsächsischen Bereich konsumiert wird und Fernost tritt ja hier noch mehr in die Marktbarriere als jeder andere Markt, ist von einer Aktiengesellschaft und das wird sich auch langfristig wohl nicht ändern. Insofern bleibt die Aktie hier alternativlos und natürlich auch hier insbesondere das Produkt CFD oder Future-Kontrakt drauf, wenn man natürlich hier an den kurzfristigeren Bewegungen partizipieren will. Doch da auch wichtig eben, arbeiten Sie immer mit Stoppkursen. Das heißt, bevor Sie an den Gewinn denken, versuchen Sie Relationen zu finden. Wo würde mein Stopp sitzen? Wo ist ein mögliches Ziellevel? Hat man hier ein Verhältnis, was über 1 liegt? Also das Risiko muss mindestens die Chance aufwägen. Eher noch, die Chance sollte zweimal so groß sein wie das Risiko. Dann befindet man sich auf jeden Fall auf einem guten Weg, ein Investment in die richtige Richtung zu hegen und da entsprechend zu partizipieren. Ja. Das wäre es jetzt mal zur Beschau der Indizes gewesen, dahingehend rein technischer Natur. Ich denke, wir haben das große Bild beleuchtet. Für die kleineren, für die kleinen Finessen sind wir natürlich hier auf unserem, jetzt muss ich mal kurz gucken, auf unserem Desk, wo ist er jetzt hin? Da ist er. Auf unserem JFD-Desk sind wir hier unterwegs. Und da können Sie natürlich auch hier einerseits immer wieder Erfahrungen ziehen daraus, wie Sie hier Produkte finden, wie Sie Produkte analysieren können außerhalb des MetaTraders. Und wir können natürlich hier dann relativ simpel, wenn Sie hier einfach mit der Space-Taste oder über Suche gehen, Ihr Produkt, den klassischen Xetra Casa MDAX aufrufen und dann hier auch ganz klassisch alles analysieren. Und ich werde in Zukunft diese zwei Indizes neben den Big Picture-Analysen, die Sie auch immer wieder finden und auch in der letzten Woche gab es ja auch hier im Stream, wenn Sie nach unten scrollen, hier ein Big Picture zur DAX-Familie. Hier der DAX und die Annahme, dass wir irgendwann mal die 30.000 sicherlich erreichen werden. Da werden auch hier nochmal kurzfristige Engagements oder Möglichkeiten zu den Indizes aufgezeigt. Also hier auch spezielle Trading-Setups auf Tagesstundenebene, wenn sich was bietet, um hier in den Markt eben auch einsteigen zu können, kurzfristiger Natur. Und das ist uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir hier Sie da ein Stück weit mit an die Hand nehmen und Sie dann auch hier gern über diese Plattform mit dem Kundenservice, mit uns, mit mir als Analysten in Kontakt treten können, um dann praktisch auch nicht allein auf weiter Flur zu sein. Gut, in dem Zusammenhang hoffe ich, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann Attacke. Ich lese gerade im Chat, dass der Markus fragt, ob man eine Aufzeichnung findet. Natürlich werden wir das Webinar auch zur Verfügung stellen. Wir haben hier unseren YouTube-Channel. Einerseits wird das Video wohl hier auch drin zu sehen sein. Andererseits unser oder auf unserem JFD YouTube-Channel selbst, den kann ich direkt auch nochmal als Link hier in den Desktop einstellen. Und dann werden Sie hier oben unter Kommentarfunktion den direkten Link auch nochmal finden. Aber die Videos sowohl von Live Trading TV als auch die Webinare, die wir dann aufzeichnen, finden Sie generell hier bei YouTube, Schrägstrich hier in unserer Videobox. Gut, dann, meine lieben Zuschauer, wenn keine Fragen sind, würde ich das abschließende Wort nochmal an Thomas übergeben. Und ich sage Ihnen erstmal danke fürs Dabeisein, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie haben das Wetter gut überstanden. Wir haben noch ein bisschen was vor uns an Wärme. Gut so, sage ich nur, wenn man das Ganze kombinieren kann, das schöne Wetter und schöne Handelsgeschäfte, dann ist das doch eine sehr herrliche Symbiose. Ich hoffe, Sie haben ein gutes Händchen gehabt. Morgen geht es, denke ich mal, noch ein Stück weit besser zur Sache als heute. Und insofern bleiben Sie informiert auf dem JFD-Desk. Ich übergebe nochmal an Thomas und würde dann jetzt schon mal eben Ihnen noch einen schönen Restabend wünschen. Ja, vielen Dank, Chris. Ja, von meiner Seite auch eine schöne, angenehme, laue Sommernacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden Sie natürlich über die weiteren Webinare auf dem Laufenden halten. Ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Bis bald.